Hallo, herzlich willkommen zu meinem Waldbauer-Vlog in der Kalenderwoche 6 im Jahr 2023 mit einem Special-Video zum Holzspalten. Und ja, ich war jetzt noch letzte Woche zu Hause auf dem Hof am Holzspalten, habt ihr eben gesehen. Und jetzt geht es aber hier in den Wald am Scherengraben, wo noch Buche aufzuarbeiten ist und noch eine ganze Menge Fichte. So auf Meter geschnitten werden und halt gespalten werden. Also seid gespannt. Jetzt geht es ja erstmal darum, hier mit dem Spalter die trockengegangene Buche zu Brennholz zu verarbeiten. Also hier sieht man es ganz gut. Pilzbefall und Trockenheit im Kronenbereich. War höchste Zeit, dass sie gefällt wurde. Und damit jetzt halt auch noch Brennholzqualität bei rauskommt, ansonsten wäre es halt nur noch verfaultes Holz, verfaulte Buche, die dann hier im Bestand hätte belassen werden. Worden. So, jetzt geht's los. Meterholz wieder dabei und ein Sabi. Das ist das Wichtigste, das kann man abzumessen. So, mal sehen, wie das Kaltstartverhalten wieder ist. Sehr gut. Stand jetzt natürlich noch auf Jogstellung.
So. Ordentlich dicker Oschi. Mit der Dolmar- und Vollmeisekette. Super gesägt. Und jetzt habe ich den ganzen Stamm. Die Kette hat sich gelenkt, aber vielleicht müsste ich sie nachspannen. Aber bei der Stielsäge, bei der kleinen, da wäre die Kette schon mehrfach gelenkt. Also hier ist eine stärkere Kette bei der Dolmar drauf, hier von Sägenspezi mit Vollmeisel. Und schafft auch solche schwierigen Aufgaben, wie so dicke Buche durchzusägen, ohne zu schärfen. Also beim letzten Einsatz im Grund, wo ich gefrorenes Holz, gefrorene Buche gesägt habe, lief die Kette schon. Und jetzt lief sie halt hier auch. Es werden immer noch ordentliche Späne halt abgeworfen. Das jetzt nochmal zu der Serie, wie man halt auch mit kleineren Motorsägen zurechtkommen kann. Die schneiden auch solche dicken Buchen durch, wenn man einen ordentlichen Kettensatz drauf hat. Und bleiben auch scharf. Gehen nicht so schnell stumpf. Und ja, kommen auch zurecht. Man muss nicht unbedingt so große, schwere Sägen haben. Natürlich hier bei dem unteren Stammbereich. Das ist natürlich schon hier ein ordentlicher Durchmesser. Da wäre natürlich eine größere Säge angebracht. Wäre leichter, wäre 500i Stiel, 500i hierher durchgegangen wie Butter. Aber auch die muss erstmal da durchkommen durch den Stamm. Ist ja nicht so, dass sie einfach durchfällt, sondern muss ich auch erstmal durchschneiden. Natürlich mit der kleineren hat man da natürlich ein bisschen länger zu tun, da durchzuschneiden. Aber wenn man jetzt schaut, dass die Kette scharf ist und ja, nicht zu viel Kraft aufwendet, immer schön durchsägen lässt, also die Kette durchlaufen lässt, dann geht das schon, ist das auch nicht so anstrengend. Ja. Weil man muss auch nicht so viel Gewicht der Säge halt auch mit bewerkstelligen, sondern hat halt leichteres Gewicht der Säge. Man muss dann halt schauen, dass es halt, dass sie immer sauber durchsägt, wenig Kraftaufwand möglichst. Dann geht das auch ganz gut durchzusägen. Und natürlich, was wichtig ist, wie man hier sieht, das ist fast rechtwinklig exakt gesägt. Das heißt, hier hat jetzt auch keine Verklemmung stattgefunden des Schwerts. Wenn ich jetzt irgendwie schräg oder Bogen gesägt hätte, dann wäre es schnell dazu gekommen, dass sich die ganze Schiene und das Schwert, die Sägekette, sich verklemmt. Und dann hat man natürlich da schwer zu tun. Auch gerade mit so einer kleineren Säge, dann macht das dann auch keinen Spaß mehr irgendwann. Und wenn dann auch die Kette stumpf geht, dann macht es noch weniger Spaß. Das ist klar, das sind die Voraussetzungen, die man da ansetzen muss. Gerade Schnitte, nicht verklemmen, scharfe Kette. Dann kommt man halt mit der Dolmar, hier mit der PS420, ja, auch ganz gut zurecht. Und die ist halt in einer anderen Preislage unterwegs, als wenn man jetzt da Stiel-Profi-Sägen sich zulegt, die ich auch habe. Aber ich säge halt auch gerne mit dieser Art Säge. Kleiner, leistungsfähig und auch günstiger. Ja, wenn die halt verschlissen ist, dann tut das dem Geldbeutel weniger weh, als jetzt so eine große, teure Stiel-Profi-Säge.
extra eine Besonderheit. Ja, die oberen trockenen Teile, wo teilweise auch schon der Pilz drin ist, das muss ja jetzt nicht unbedingt als Brennholz verwertet werden. Und das habe ich aber jetzt trotzdem einmal in der Mitte durchgespalten und dann wieder auf die Fläche verbracht. Ja, da sieht man jetzt schon die Fäulnis und den Pilz. Die Hälften, die liegen jetzt schön am Boden. Das zieht Feuchtigkeit, das Holz, und gibt auch Feuchtigkeit wieder ab bei der Trockenheit. Und das sind dann halt so ein paar Trostpflaster, die ich hier in dem Waldrandbereich verteilen will, wo sich ja, wie gesagt, dann auch noch als Totholz ja, der Pilz entwickeln kann, die Feuchtigkeit besser hält, und mit der Hoffnung, dass hier auch ja, einen kleinen Tropfen auf den heißen Stein da eine positive Wirkung entsteht, auch für den Sommer dieses Jahr, der vielleicht auch nicht hoffentlich nicht zu sehr trocken wird. Weil ich hatte es jetzt hier auch schon gehabt, dass da tatsächlich auch das Holz, was direkt auf dem Boden lag, furztrocken war und keine Fäulnis oder Feuchtigkeit von unten vom Boden her angesaugt wurde. War schon erstaunlich. Aber das waren ja jetzt die extremen Trockensommer. Und jetzt hoffe ich, dass das vielleicht doch was hilft. So, jetzt habe ich das dickste untere Stück am Wickel. Schade, ich habe vergessen, es aufzunehmen, wie ich das aufgerichtet habe. Und zwar geht es da wieder wie bei den alten Ägyptern mit Hebelwirkung zu arbeiten, die geschickt einzusetzen, um dann hier den schweren Kavenzmann dann aufzurichten. Habe ich leider jetzt nicht aufgenommen, aber ist halt so. So, sind wir hier mit Buchenspalten fertig. Geht's ins nächste nach Hause, Spalte ab. Hier nicht weit, hier ist gleich der Ort. Und kommt der Meterholzanhänger, der ist noch nicht ganz vollgeladen. Da kommt der Rest jetzt noch mit drauf. So, Wechsel hat super geklappt. Bin ich mit dem Anhänger hier unten. Noch ein bisschen was abgeladen zu Hause, aber noch nicht komplett abgeladen. Kommt jetzt der Rest noch mit oben drauf.
So, jetzt haben wir den Anhänger beladen. Noch nicht ganz randvoll bis oben hin. Wenn er randvoll ist, fehlen ja nur ein paar Scheite. Dann sind das hier 6 Raummeter Holz. Ja, 6 Raummeter Holz hier, frisch auf Meterlängen gespalten. Was kostet das bei euch? Könnt ihr mal in die Kommentare reinschreiben. Bei dem Meterholzanhänger ist wichtig die Spannbänder, Ladungssicherung. Ja, richtig fest. So, vor allen Dingen, wenn man jetzt mal 50 Meter gefahren ist hier im Gelände, dann sollte man nochmal anhalten und nochmal nachspannen. Ja, da ist ja jetzt bei frischem Buchenholz schon ordentlich Gewicht auf den Anhänger. Also auch jetzt hier mit dem 100 PS Deutz Allrad sollte man immer vorsichtig sein. Bei befestigten Wegen, da sieht es dann schon wieder anders aus. Da brauchen wir sich weniger Sorgen zu machen. Da ist der Anhänger mit dem Gewicht bei dem Traktor kein Problem. Aber auch die schwersten Traktoren im Gelände, wenn die ins Rutschen kommen, dann gute Nacht, Marie. So, jetzt haben wir die schlimmste Stelle schon überstanden. Der Jäger anscheinend auch gemein. Der Autospuren. Der war jetzt ein Oldtimer-Schlepper mit schmaleren Reifen, das merkt man sofort. Ja, mit meinen breiteren Reifen muss ich das jetzt erstmal nochmal planieren. Ja. Aber es ist jetzt schon relativ gefroren. Da lässt sich noch nicht so viel planieren. So, ich wollte ja noch mal nachziehen. So. Das sieht jetzt gut aus, bevor wir jetzt da auf die befestigte Wege gehen und öffentliche Straße.
haben wir nochmal die Ladungssicherung geprüft. So, jetzt geht's langsam nach Hause und jetzt kommen wir zum Ende meines Special-Videos zum Holzspalten, auch hier diesmal im Wald. Und ja, mit Abtransport natürlich wieder. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht, gefällt mir zu drücken, ein Abo zu hinterlassen oder Kommentare zu schreiben. Das freut mich. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, Baustelle hier. Da ist das Baustellenabsperrung wieder umgefallen. Kriegt man es nicht hin. Sieht aber schon mal besser aus.